Starker Wind und heftige Niederschläge gefährden die sichere Landung eines Passagierjets. Bring sie runter! Bring sie runter! Nach einer katastrophalen Notlandung beginnt für die Insassen ein Kampf ums Überleben. Jetzt geht es nur noch darum, meine Tochter Emily aus der Maschine zu holen, um sie in Sicherheit zu bringen, bevor das Ding explodiert. Wir wussten, dass da noch viele Leute im Flugzeug sitzen mussten, die es nicht nach draußen geschafft hatten. Öffnet die Tür! Öffnet die Tür! Es ist Dienstag, der 2. August 2005, auf dem Charles de Gaulle Flughafen in Paris. 297 Passagiere nehmen den Air France Flug 358 nach Toronto. Das ist im hinteren Bereich auf der linken Seite. Philippe Lacay fliegt mit seiner Frau und zwei seiner vier Kinder. Ihre Plätze befinden sich im hinteren Teil des Riesenjets und leider sitzen sie getrennt. Meine Tochter musste woanders sitzen, denn es gab nur drei zusammenhängende Plätze. Also saßen wir irgendwo in der Mitte und Emily ein paar Reihen vor uns auf der rechten Seite, in der Nähe der rechten Tragfläche. Für Eddie Ho ist Flug 358 nur ein Teil seiner langen Flugreise, denn er kommt aus Johannesburg. Ich bin Student an der Queen's University in Kanada. Jedes Jahr im Sommer fliege ich zurück nach Südafrika. Oh, hat viel Gepäck dabei. Ich hatte alles Mögliche in meinem Gepäck. Bücher, Klamotten, Geld für das Studienjahr und meinen Computer. Auch für Joanne Cordery Bundock ist dieser Flug nur ein Abschnitt ihres langen Rückflugs aus Thailand. Zwei Tage vor meinem Rückflug aus Bangkok hatte ich noch einmal umgebucht. Ich wollte über Paris fliegen und einen Direktflug nach Toronto nehmen. Während die Passagiere einsteigen, bereitet sich die Crew auf den Flug des Airbus A340 vor. Captain ist der 57-jährige Alain Rossay. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei Air France. Sein Co-Pilot ist der 43 Jahre alte Frédéric Nau. Willst du anfangen oder soll ich? Vielleicht fliegst du zuerst und ich übernehme dann die Landung in Toronto. Ich sehe nach, wie das Wetter ist. Die beiden Männer einigen sich darauf, dass Flugkapitän Rossay den Start des Fluges in Paris übernimmt und Co-Pilot Nau in Toronto die Landung. Flugziel Toronto Pearson. Um Erfahrungen zu sammeln, übernimmt auch der Co-Pilot wichtige Aufgaben. An diesem Tag haben Rossay und Nau einen Gast im Cockpit. Hallo, ich bin Miles Trochusset. Willkommen an Bord. Miles Trochusset ist der Sohn eines Mitarbeiters von Air France. Er darf umsonst auf dem Notsitz im Cockpit mitfliegen. Ich habe schon einmal im Cockpit gesessen und werde Sie bestimmt nicht stören. Der A340 gilt als eines der sichersten Flugzeuge der Welt. 1993 wurde er von der Fluglinie Air France in den Verkehr aufgenommen und hat ein einwandfreies Sicherheitsprotokoll. Air France 358. Air France 358, Startbahn 27 links. Start freigegeben. Start freigegeben. Air France 358. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Kurz vor 14 Uhr steigt der Flug 358 in den Himmel über Paris. Obwohl Paris tausende von Kilometern von Toronto entfernt liegt, bereiten sich Freunde und Verwandte schon auf die Ankunft der Passagiere des Flugs 358 vor. Hallo? Audrey, ich vergesse nicht, Mom und Dad abzuholen. Nein, die Kinder vergesse ich auch nicht. Ich werde an alle denken.
Bevor wir nach Frankreich fliegen, kümmern wir uns immer darum, dass uns jemand abholt, wenn wir zurückkommen. Das ist bequemer, weil wir immer viele Sachen aus Frankreich mitbringen. Diesmal konnte Julien, unser Sohn, uns abholen, weil er den Sommer über sowieso in Toronto ist. Sis, ich rufe dich an, sobald sie da sind. Keine Angst, ich habe alles im Griff, okay? Also dann, wir sprechen uns später. Tschüss. An diesem Nachmittag ist es in Toronto schwül und heiß. Außerdem ist mit Gewittern zu rechnen. Ein Flug von Paris nach Toronto dauert normalerweise 8 Stunden. Der Air France Flug 358 nach Kanada verläuft zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Der Service war exzellent, das Essen schmeckte köstlich und die Flugbegleiterinnen waren sehr freundlich. Es waren viele französische Austauschstudenten an Bord. Sie besuchten Kanada wahrscheinlich zum ersten Mal und sicher war es ihr erster Flug überhaupt. Sie waren ziemlich laut. Den ganzen Flug über hatten wir wunderbares Wetter. Die Sonne schien und der Himmel war strahlend blau. Es war wirklich ein schöner Tag. Der Autopilot übernimmt die meisten Aufgaben für Flugkapitän Alain Rossay und seinen Co-Piloten Frédéric Nau. So wie sie es vorher abgesprochen hatten, wird Nau die Landung der Maschine übernehmen. Hier ist der neue Wetterbericht. Die beiden erhalten ständig Informationen über den Wetterstand in Toronto. Bewölkung, Niederschläge und mögliche Gewitter. Die Temperaturen liegen knapp über 20 Grad Celsius. Der International Airport in Toronto wird bereits vom Gewitter beherrscht. Starke Niederschläge, Windböen und Blitze fegen über die Landebahnen. Wegen der gewaltigen Blitze wird auf dem Flughafen Alarmstufe Rot ausgerufen. Das Bodenpersonal darf sich nicht in die Nähe der Flugzeuge begeben, denn die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist zu hoch. Bei seinem Anflug auf Toronto wird Flug 358 in die Warteschleife umgeleitet. Die Wetterbedingungen sind immer noch ungünstig. Air France 358, die Landung verzögert sich etwas. Air France 358, Landung verzögert sich. Verstanden. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Ich muss Ihnen mitteilen, dass sich aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen über Toronto unsere Landung verzögert. Wir werden ein paar Minuten warten, bis sich das Wetter gebessert hat. Ich wunderte mich schon sehr, als die Durchsage des Kapitäns kam, wir würden uns wegen eines Gewitters über Toronto um 25 bis 30 Minuten verspäten. Als das Flugzeug in die Warteschleife im Nordosten von Toronto fliegt, ist vom Gewitter noch nichts zu merken. Ein Ausweichflughafen liegt im 300 Kilometer entfernten Ottawa. Zu dem Zeitpunkt befinden sich noch 7500 Kilogramm Treibstoff in den Tanks. Das ist mehr als genug, um nach Ottawa zu fliegen. Wenn ein Ausweichflughafen angeflogen werden soll, muss der Pilot die damit verbundenen Kosten bedenken. Dieser Aspekt sollte im Grunde genommen keine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen. Dennoch muss in Betracht gezogen werden, dass die Passagiere vom Ausweichflughafen zum eigentlichen Zielflughafen gebracht werden müssen. 300 Passagiere nach Ottawa umzuleiten, ist ein logistischer Albtraum. Aber mit dem verbleibenden Treibstoff kann die Maschine nicht mehr lange in der Warteschleife fliegen. Sollte sich die Landung noch weiter verzögern, ist der Ausweichflughafen die einzige Möglichkeit. Air France, Flugziel Toronto. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. WASI 2 frei für die Landung. Bleiben Sie auf 5000 Fuß. Air France 358, wir beginnen mit dem Landeanflug. Verstanden. WASI 2 frei für die Landung. Wir bleiben auf 5000 Fuß. An diesem Tag muss das Flugzeug nicht lange in der Warteschleife bleiben. Obwohl es auf dem Flughafen noch immer gewittert, kann die Maschine mit dem Landeanflug beginnen. Ladies and Gentlemen, hier spricht Ihr Flugkapitän. Uns wurde soeben mitgeteilt, dass wir mit dem Landeanflug auf Toronto beginnen können. Ankunftszeit ist voraussichtlich 16 Uhr Ortszeit.
Wenn durchgesagt wird, dass sich die Ankunft um 45 Minuten verzögert, will man die Passagiere meist nur beruhigen. Es dauert dann normalerweise eine oder anderthalb Stunden. Co-Pilot Frederic No übernimmt die Steuerung und fliegt in den Sturm. Air France 358, verringern Geschwindigkeit auf 190. Das Wetter ist eine böse Überraschung für No und die übrigen Insassen des Flugs 358. Niemand hatte mit einem so heftigen Sturm gerechnet. Ein schlimmer Sommersturm fegt über Toronto hinweg. Windböen und Blitze haben den Flugplatz fest im Griff und gefährden die Landungen ankommender Flugzeuge. Trotz des Unwetters beginnt der Air France-Flug 358 mit 297 Passagieren an Bord nach kurzer Zeit in der Warteschleife seinen Landeanflug. Landeklappen 2. Landeklappen 2. F-Speed. Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk und Störklappen ausgefahren. Spoilers armed. 4 grün. Fahrwerk und Störklappen ausgefahren, 4 grün. Alles wird gut. Plötzlich wurde es sehr dunkel und schwarze Wolken umgaben uns. Das Flugzeug begann zu wackeln. Wir befanden uns inmitten eines Gewitters. Aber die Landung war nichts Besonderes, eine typische Gewitterlandung eben. Nicht alle Passagiere sind so gelassen. Das Flugzeug schwankte und es gab starke Turbulenzen. Außerdem waren wir überrascht, dass es plötzlich so heftig regnete. Ich hatte jedenfalls nicht damit gerechnet. Air France 358, verringern Sie die Anfluggeschwindigkeit. Co-Pilot Frederic No ist bereit zum Aufsetzen. Air France 358, verstanden. Landeklappen komplett ausfahren. Landeklappen komplett ausgefahren. Es wurde immer dunkler. Um uns herum blitzte es ununterbrochen. Wohin man auch sah, überall Blitze. Langsam wurden die Leute nervös und ich ebenso. Kurz vor dem Air France Airbus sind bereits zwei andere Flugzeuge auf der gleichen Landebahn gelandet. Air France 358, hier spricht Toronto Tower. Air France 358 an Toronto Tower, ich höre. Landebahn 24 links zur Landung freigegeben. Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Maschine vor Ihnen Probleme bei der Bremsung hatte. Die Bodenwinde über der Landebahn wurden auf 15 bis 20 Knoten bei 290 Grad geschätzt. Bremsung schlecht, 15 Knoten, in Böen bis 20. Air France 358, danke. Die Crew erhält die Landeerlaubnis für Bahn 24 links, wo die Maschine gegen den Wind landen kann. Die Piste befindet sich sehr nahe an einem stark befahrenen Freeway, auf dem sich gerade der Nachmittagsverkehr verdichtet. Die Crew stellt sich auf eine Landung mit unberechenbaren Winden und nasser Landebahn ein. Wähle die mittlere automatische Bremsung. Mittlere Bremsung eingestellt. Der Endanflug war furchtbar. Überall blitzte es und wir kamen in heftige Turbulenzen. Man konnte richtig spüren, dass der Pilot Probleme hatte, die Maschine unter Kontrolle zu bringen. Er konnte sie nicht richtig auf Kurs halten. Mein Sohn neben mir war sehr beunruhigt und ich machte mir Sorgen, weil meine Tochter so weit weg saß. I
Ich rechnete mit einer harten Landung und zog den Gurt noch fester. Der Pilot würde die Maschine sicher unsanft auf den Boden bringen. Vielleicht würden wir nach dem Aufsetzen auch noch einmal durchstarten. Jedenfalls war ich fest davon überzeugt, dass uns keine normale Landung erwartete. Landung, Autopilot und automatische Schubkontrolle aus. 16.02 Uhr. Die Air France-Maschine donnert über den ersten Abschnitt der Landebahn. Bring sie runter! Bring sie runter! Von allen Flugzeuglandungen, die ich erlebt habe, war das wohl die heftigste und turbulenteste. Es war eine wirklich schwierige Landung. Die Leute fingen an zu klatschen und ich erinnere mich sehr gut daran, dass die Frau neben mir sogar sagte, das war sehr beeindruckend. Kaum hatte sie das ausgesprochen, nahm die Katastrophe ihren Lauf. Plötzlich beschleunigte die Maschine wieder und alles vibrierte. Es war, als würden wir mit 160 Kilometern pro Stunde durch metertiefe Schlaglöcher fahren. Plötzlich war alles in orangefarbenes Licht getaucht. Das Bild werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Meine Tochter saß ein Stückchen weiter vorne auf der rechten Seite. Sie drehte sich zu uns um und sah uns mit großen, angsterfüllten Augen an. Und um sie herum war durch das Feuer alles hell erleuchtet. Nur wenige Augenblicke, nachdem die Maschine aufsetzt, ist das Ende der Landebahn erreicht. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs liegt noch immer bei 146 Kilometern pro Stunde. In dem Moment war ich mir sicher, wir würden alle sterben. Unmöglich konnte man so etwas überleben. Ich dachte, das war's. Ich weiß noch, dass als nächstes wieder eine Durchsage kam. Ladies and Gentlemen, es ist alles in Ordnung. Das Flugzeug steht. Natürlich stand das Flugzeug, aber irgendwie wusste ich, dass überhaupt nicht alles in Ordnung war. Denn plötzlich stieg mir der Geruch von Treibstoff in die Nase. Plötzlich riecht es im Passagierraum nach Treibstoff. Feuer! Feuer! Wir müssen das Flugzeug schnell evakuieren. Die Passagiere geraten in Panik. Raus hier! Feuer! Feuer! Raus hier! Irgendwie wussten wir alle, dass die Maschine jeden Moment in die Luft gehen würde. Schnell breiten sich Feuer und Rauch aus. Die Insassen versuchen verzweifelt, ins Freie zu gelangen. Aus dem hinteren Teil hörte man Leute schreien, dass es brennt. Da ging die Panik erst richtig los. Die Passagiere stürmen in Richtung Ausgang. Nach 2 Minuten kann man es in der Nähe eines Feuers nicht mehr aushalten. Also lautet bei uns die goldene Regel, ein Flugzeug in höchstens 90 Sekunden komplett zu evakuieren, damit bestimmt niemand zu Schaden kommt. 297 Passagiere wollen schnellstmöglich nach draußen. Jetzt geht es nur noch darum, meine Tochter Emily zu holen, die 2 Reihen vor mir sitzt. Ich will sie so gut es geht beschützen, wenn die Maschine in die Luft geht. Go, go, go.
Ich wollte noch mein Gepäck und meinen Laptop holen. Dann kam mir in den Sinn, dass mich das Leben kosten könnte. Also sagte ich mir, mach, dass du hier rauskommst. Flug 358 hat 8 Notausgänge. Wenige Sekunden nach dem Crash sind die meisten Türen noch nicht offen. Die Leute kletterten über die Sitze. Sie schubsten einander. Jeder versuchte, sich selbst zu retten. Bewahren Sie bitte Ruhe. Bitte bleiben Sie ruhig. Alle kommen nach draußen. Öffnet die Tür! Öffnet die Tür! Ich konnte der Flugbegleiterin ansehen, dass sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie die Tür öffnen sollte oder nicht. Das Feuer wütete genau davor. Wenn die Tanks kaputt gehen und Treibstoff ausläuft, dann kann durch ein Feuer genügend Hitze entstehen, um die Flugzeugoberfläche in wenigen Minuten zum Schmelzen zu bringen. Im vorderen Teil des Flugzeugs dringt dichter Qualm durch eine der geöffneten Türen. Joanne Cordery Bandock flüchtet zum anderen Ende der Maschine. Der Mann vor mir hatte seine Tasche bei sich und er versuchte umständlich damit die Rutsche herunterzukommen. Er war etwas größer und die Rutsche reichte nicht bis ganz nach unten. Ich sprang an ihm vorbei und schlug auf den Boden auf. Auch Eddie Ho hat einen Ausgang gefunden, jedoch ohne Rutsche. Leute hinter mir schubsten mich. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich wollte nicht springen. Schließlich ging es vor mir mindestens 5 Meter in die Tiefe. Geht es ihm gut? Geht es ihm gut? Captain Rossai liegt schwer verletzt im Cockpit. Durch den Aufprall hat es seinen Sitz aus dem Boden gerissen. Während wertvolle Sekunden verstreichen, kann die Flugbegleiterin endlich den Notausstieg in der Nähe der Familie Lakai öffnen. Obwohl Flammen und Qualm aus den Triebwerken bedrohlich nah sind, springen die Passagiere aus dem Flugzeug. Ich stieß sie einfach nach draußen. Meine Frau rutschte nach unten, danach ich. Wir suchten uns so schnell wir konnten einen Weg zwischen verbogenem Metall und anderen Flugzeugteilen, die überall am Boden verstreut lagen. Sobald das Feuer ins Innere des Flugzeugs gelangt, ist es ähnlich wie bei einem gewöhnlichen Hausbrand. Schaumstoff und andere Materialien bilden, wenn sie brennen, giftige Gase. Das ist das eigentlich Gefährliche bei so einem Feuer. Auf Rutschen fliehen die Passagiere vor der tödlichen Feuerwand. Die Überwindung zu springen war das Schwierigste. Ich betete kurz, dann schloss ich meine Augen und sprang. Schon nach 52 Sekunden treffen Rettungskräfte am Unfallort ein. Doch wegen der Explosionsgefahr trauen sie sich nicht sehr nah an das Flugzeug heran. Wegen des starken Regens konnte man kaum etwas erkennen. Das Flugzeug war umgeben von Rauch und an manchen Stellen brannte es noch. Man konnte aber auch erkennen, dass es Teile der Maschine abgerissen hatte, dass Räder neben der Landebahn lagen und dass Teile der Tragfläche abgebrochen waren. Mit seiner Familie kämpft sich Philippe Lakai mühevoll den Abhang hinauf. Und in dem Moment ging das Flugzeug in die Luft. Einmal, dann noch einmal und dann noch ein drittes Mal, sodass man ganz sicher sein konnte, dass diese gewaltige Explosion Wirklichkeit war. Bei der ersten Explosion sah ich fassungslos, wie Gepäckstücke und andere Teile durch die Luft flogen. Mir wurde plötzlich klar, das hätten wir sein können. Wir konnten das Flugzeug sehr gut sehen. Dichter schwarzer Rauch stieg an beiden Seiten auf. In grellen Farben schossen Flammen aus der Maschine.
Uns ging es gut, aber wir wussten auch, dass da noch so viele Passagiere im Flugzeug waren, die nicht rausgekommen waren. Es ist der 2. August 2005. Der Air France Flug 358 ist in Toronto von der Landebahn abgekommen. Der Flugzeugrumpf steht in Flammen und Rauch steigt aus den Trümmern auf. Die benommenen Passagiere versuchen, sich zu retten. Dann kamen Menschen den Hang hinauf, vollkommen durchnässt von Regen und verschmutzt vom Schlamm. Einige von ihnen fingen zu weinen an. Sie standen unter Schock. Dann begann die Suche nach anderen Passagieren, nach Verwandten oder Freunden, die auch im Flugzeug gesessen hatten. Vor 35 Minuten hat sich auf dem Pearson-Flughafen in Toronto ein Flugzeugunglück ereignet. Die örtlichen Fernsehsender zeigen schon nach kurzer Zeit Bilder vom Unfall. Wie so viele andere ist auch Lakais Tochter Audrey geschockt, als sie die Berichte im Fernsehen sieht. Sie macht den Fernseher an und das Erste, was sie da zu sehen bekommt, sind die Bilder von der brennenden, explodierenden Air France-Maschine. Es waren 250 Menschen an Bord und bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Informationen darüber erhalten, ob es Überlebende gibt. Philippe Lacailles Sohn Julien wartet am Flughafen auf seinen Vater. Er hat keine Ahnung, was mit dem Flugzeug von Air France passiert ist. Was? Was meinst du denn, wo ich bin? Ich hole Mom und Dad vom Flughafen ab. Was? Julien wusste noch nichts von dem Unglück und wartete ahnungslos am Flughafen. Doch meine Tochter rief ihn an und sagte ihm Bescheid. Einer der meistbefahrenen Highways Nordamerikas führt am Flughafen vorbei. Kurz vor der Hauptverkehrszeit sind dort Tausende von Fahrzeugen unterwegs. Schockiert vom Anblick des brennenden Flugzeugs fahren viele langsamer. Einige der Flugzeuginsassen laufen unter Schock zum Highway. Autofahrer halten an, um sie zum Flughafen zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt waren nur 25 bis 30 Leute mit mir am Flughafen. Da fragt man sich natürlich, was mit all den anderen geworden ist. Das Flughafenpersonal ist verzweifelt darum bemüht, alle eintreffenden Passagiere und Crewmitglieder zu versorgen. Es war total chaotisch. Man bekam überhaupt keine Information und von Organisation konnte nicht die Rede sein. Man stand vollkommen hilflos inmitten der aufgebrachten Menge. Alle wollten wissen, was los ist. Ich hörte sogar jemanden sagen, die erste Katastrophe war der Unfall. Darauf folgte gleich die zweite Katastrophe, nämlich die anschließende Organisation. Verwandte warten verzweifelt auf Neuigkeiten. Wie viele andere rechnet auch Julien Lacaille mit dem Schlimmsten. Mindestens anderthalb Stunden verbrachte er in dem Glauben, wir wären tot. Das muss furchtbar gewesen sein. Wir hatten zwar auch Schlimmes durchlebt und waren gerade dem Tod entkommen, aber für die Wartenden dauerte der Schreck viel länger. Sie waren davon überzeugt, dass ihre Verwandten tot sind. Endlich, nach Stunden des endlosen Wartens, sind Familien und Freunde wieder vereint. Julien! Julien! Wie geht es euch? Um 23 Uhr sahen wir Julien dann endlich wieder. Es war unbeschreiblich. Wir können so unglaublich glücklich sein, dass wir leben. Es ist schwer zu beschreiben. Man glaubt, man hätte eine zweite Chance bekommen. Ich stand vor meinem Sohn und dachte darüber nach, wann ich ihn zum letzten Mal gesagt hatte, dass ich ihn liebe. Es war ein sehr bewegender Augenblick.
Viele Menschen sind wieder glücklich vereint. Einige Stunden später können Air France und die Flughafenverwaltung das Unglaubliche verkünden. Wie durch ein Wunder entkamen alle Passagiere und sämtliche Crewmitglieder des Fluges 358 rechtzeitig aus dem brennenden Flugzeugwrack. Am nächsten Tag ist von dem Air France Flug 358 nur noch das verkohlte Wrack übrig. Der Airbus A340 ist ein hochmodernes, technisch ausgeklügeltes Flugzeug mit einem einwandfreien Sicherheitsprotokoll. Was war die Ursache des Unglücks? Die Behörde für Verkehrssicherheit in Kanada nimmt sofort die Ermittlungen auf. Landung, Autopilot und automatische Schubkontrolle aus. Am Unglückstag wurde der Flughafen von Niederschlägen und Blitzen beherrscht. Aber war das Wetter die Ursache für die Katastrophe? Bring sie runter! Bring sie runter! Weder Pilot noch Co-Pilot äußerten sich öffentlich über den Unfall. Wir müssen das Flugzeug schnell evakuieren. Kurz nach den Ereignissen wurden Vorwürfe laut, dass die Mitarbeiter an Bord des Flugs 358 von Air France Anweisungen erhalten haben sollen, über den Fall nicht öffentlich zu sprechen. Hervé Labarthe, ehemaliger Ausbilder bei Air France, sprach mit Flugkapitän Rossai. Wir redeten etwa eine halbe Stunde über die Sache. Dabei erzählte er mir, dass er mit dem Kontrollzentrum gesprochen hatte. Und genau das ist das Entscheidende. Um genau zu sein, hatte er das Kontrollzentrum zu dem Zeitpunkt informiert, als die letzte Möglichkeit bestand, zum Ausweichflughafen zu fliegen, bevor der Treibstoff zu knapp würde. Er sagte, dass das Kontrollzentrum mitteilte, die Landebahn würde in Kürze freigegeben. Bei derartig heftigen Blitzen und Niederschlägen kommt ein Flugzeug mit Sicherheit in Turbulenzen. Und das kann verheerende Auswirkungen haben. Ermittlungen ergaben, dass am Boden durch Blitzeinschlag empfindliche Instrumente zum Messen der Windstärke zerstört worden waren, sodass der Crew nur noch die Informationen aus den Bordcomputern bleiben. Bordcomputer geben nur die momentane Windrichtung und Geschwindigkeit an der Flugzeugnase an. Sie machen keine Angaben über die Wetterverhältnisse in der Ferne. Die Piloten können nicht wissen, worauf das Flugzeug zusteuert. Allerdings waren schon zwei andere Maschinen kurz zuvor auf der gleichen Bahn gelandet. Deren Crews hatten die Flugsicherung über die schwierigen Bedingungen informiert. Air France 358, hier spricht Toronto Tower. Air France 358 an Toronto Tower, ich höre. Landebahn 24 links zur Landung freigegeben. Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Maschine vor Ihnen Probleme bei der Bremsung hatte. Die Bodenwinde über der Landebahn wurden auf 15 bis 20 Knoten bei 290 Grad geschätzt. 20 Knoten sind viel, aber eine A340 kann bei dieser Windstärke ohne Probleme landen. Die Untersuchungen der Radarbilder zu jenem Zeitpunkt zeigen jedoch etwas anderes. Bei der Landung des Fluges 358 zogen heftige Niederschläge auf der Landebahn aus nördlicher in südliche Richtung. Hinzu kamen Windböen von bis zu 33 Knoten. Mit derartig katastrophalen Wetterverhältnissen hatte die Crew der Air France nicht gerechnet. Autopilot und automatische Schubkontrolle aus. Seitenwinde von über 33 Knoten sind für eine A340 nicht zu schaffen. Dieser Wert gilt allerdings für trockene Landebahnen. 33 Knoten bei 90 Grad ist das absolute Limit für diese Maschine. Bei weiteren Untersuchungen kam heraus, dass wegen Wartungsarbeiten und dem Unwetter ankommende Maschinen auf die Landebahn 24 links umgeleitet werden mussten. Diese Bahn ist 650 Meter kürzer als die meisten anderen auf dem Flughafen. Schlechte Sichtverhältnisse, überraschende Windböen und die kurze Piste verwandelten die Landung des Flugs 358 in ein gefährliches Unterfangen.
Vier Stunden vor der Landung wussten sie bereits von den schweren Stürmen und den Warnungen. Darüber machte ich mir viele Gedanken. Vielleicht waren sie übermüdet. Vielleicht sind sie zu leichtfertig und routiniert mit der Situation umgegangen. Auf jeden Fall waren sie sich der Gefahr nicht bewusst. Der Crew standen viele Informationsquellen zu den Wetterverhältnissen zur Verfügung. Leider wurden daraus die falschen Schlüsse gezogen und die Landung eingeleitet. Aber auch wenn die Bedingungen schlecht waren und die Piste nur 3000 Meter lang, hätte die Maschine sicher gelandet werden können. Im Jahr 1999 hatte es in Little Rock, Arkansas, einen auffallend ähnlichen Unfall gegeben. Wir sind vom Kurs abgekommen. Nein, das glaube ich nicht. Doch! Bei chaotischem Wetter schlitterte die Maschine der American Airlines von der Landebahn. 11 Menschen kamen ums Leben. Greg Feith half bei den Ermittlungen des Unfalls. Das war ein Déjà-vu-Erlebnis. Als ich die ersten Informationen zum Air France-Unglück erhielt, musste ich sofort an den Fall von American Airlines denken. In Little Rock deckte Feith einen schweren Fehler der Crew auf, der erheblich zum Unfall beigetragen hatte. Sie hatten ein paar wichtige Dinge vergessen. Beispielsweise waren die Störklappen nicht ausgefahren. Die sind dazu da, den Auftrieb der Tragflächen zu verringern, sodass sich das Gewicht auf das Hauptfahrwerk verlagert. Dadurch verbessert sich die Bremskraft. Störklappen sind nur eine von mehreren Möglichkeiten, um einen Passagierjet zu bremsen. Mithilfe der Schubumkehr wird beispielsweise der Triebwerksstrahl umgeleitet, wenn das Flugzeug landet. Außerdem helfen natürlich die Bremsen beim Verlangsamen der Maschine. Um mechanisches Versagen ausschließen zu können, werden alle drei Systeme überprüft. Eine der Flugzeugbremsen wurde vom Feuer zerstört. 7 weitere können nach dem Unfall kontrolliert werden. Alle funktionieren einwandfrei. Landeklappen 2. Landeklappen 2. F-Speed. Die Untersuchungen in Toronto ergeben außerdem, dass, anders als in Little Rock, die Störklappen ordnungsgemäß funktionierten. Fahrwerk und Störklappen ausgefahren. 4 grün. Und nach eingehender Analyse des Triebwerks wird festgestellt, dass auch die Schubumkehr funktionierte. Mechanisches Versagen kann daher ausgeschlossen werden. Während die Ermittlungen laufen, berichtet eine französische Zeitung über ein skandalöses Detail. In einem Artikel der Tageszeitung Le Figaro wird behauptet, dass die Schubumkehr, die die Triebwerkskraft zum Abbremsen nutzt, erst eingesetzt wurde, als sich die Maschine bereits 12 Sekunden auf der Landebahn befand. Captain Rosé bestätigte diesen Bericht. Sein Co-Pilot sei sehr nervös geworden und die Seitenwinde hätten ihm Probleme bereitet. Die starken Winde und die rutschige Fahrbahn trugen sicherlich dazu bei, dass sein Kollege den Schubhebel krampfhaft festhielt. So konnte er die Schubumkehr nicht aktivieren. Kurz nach dem Erscheinen des Zeitungsberichts veröffentlichten die Ermittler erste Ergebnisse, die die Informationen aus dem Artikel bestätigen. Die Behörde für Verkehrssicherheit in Kanada berichtet, dass die Klappen für die Schubumkehr an der Unfallstelle zwar ausgefahren waren, jedoch nicht sofort bei der Landung aktiviert worden waren. Bis sie ihre maximale Leistung erreicht hatten, dauerte es 17 Sekunden. In dem Bericht wurde nach dem Grund der Verzögerung gefragt. Ich will keine Vermutung darüber anstellen. Aber ich weiß, dass Piloten die Schubumkehr normalerweise so schnell wie möglich betätigen, um eine maximale Bremsleistung zu erreichen. Bei der Analyse der letzten Sekunden des Flugs 358 ergeben sich weitere Unklarheiten. Als das Flugzeug die Landebahn erreichte, war es noch viel zu hoch. Beim Aufsetzen hatte es die Hälfte der Landebahn schon hinter sich. Bring sie runter! Bring sie runter! Bei dem Sturm hatte die Crew keine Chance mehr, die Maschine zum Stehen zu bringen.
In so einer Situation gibt es für die Piloten zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt das Flugzeug am Boden und er versucht es zum Stehen zu bringen, oder er bricht die Landung ab, erhöht die Geschwindigkeit, führt ein Durchstartmanöver durch und versucht dann eine zweite Landung. Die Entscheidungen im Cockpit werden jedoch nicht von einer Person getroffen. Flugzeugkapitän und erster Offizier entscheiden gemeinsam. Sobald der Captain erkennt, dass die Landung schwierig wird, muss er den Schubhebel betätigen und den Landevorgang abbrechen. Das ist Vorschrift. Natürlich darf auch der Co-Pilot diese Handlung ausführen. Aber der Captain ist dafür verantwortlich, dass sich die Landung nicht unnötig in die Länge zieht. Als die Maschine aufsetzte, hatte sie nur noch 1500 Meter Landebahn vor sich. Und dann verstrichen wertvolle Sekunden, ehe die Schubumkehr aktiviert wurde. Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn die Schubumkehr sofort aktiviert worden wäre? Natürlich. Die Schubumkehr erreicht ihre höchste Effizienz bei maximaler Geschwindigkeit, also im Augenblick des Aufsetzens. Nur so funktioniert sie richtig. Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Maschine erst nach der Hälfte der Landebahnstrecke aufsetzte. Den Untersuchungen zufolge war da eigentlich schon alles zu spät, mit oder ohne Schubumkehr. Die Maschine wäre aber mit Sicherheit schon früher zum Stehen gekommen, hätte man die Schubumkehr sofort ausgelöst. Bei Stürmen können kleine Fehler verheerende Auswirkungen haben. Der Regen, die Windböen, die verzögerte Landung und eine zu kurze Landebahn besiegelten an jenem Nachmittag das Schicksal des Fluges 358. Es ist nicht nur dieser eine Fall, der die Luftfahrtindustrie aufgeschreckt hat. Vielmehr beunruhigt die Tatsache, dass Flugzeuge nicht selten von der Landebahn abkommen, überall auf der Welt. Und leider gibt es viel zu wenig Sicherheitsmaßnahmen, die das verhindern. Im August 2005 kam der Air France Flug 358 in Toronto von der Landebahn ab. Wie durch ein Wunder gab es bei diesem schrecklichen Ereignis keine Toten. Im gleichen Jahr gab es gleich mehrere solcher Unfälle. In 37 Fällen schossen Flugzeuge über die Piste hinaus. Die Ursachen ähnelten sich auffällig. Eine Reihe von Ursachen taucht immer wieder bei solchen Landeunfällen auf. Die Wetterverhältnisse, eine nasse, vereiste oder verschneite Landebahn, zu hohe Anfluggeschwindigkeiten, die bei der Landung nicht verringert werden. All das sind Umstände, die immer wieder zu Landeunfällen führen. Einige Monate nach dem Air France-Unglück rutschte dieses Flugzeug der Southwest Airlines in Chicago von der Landebahn. Dabei kam auf einem nahegelegenen Highway ein Kind im Auto ums Leben. Besonders ältere Flughäfen liegen meist so dicht an wachsenden Großstädten, dass der Ausbau von Landebahnen schwierig ist. Es gibt einfach nicht genügend Platz. Es muss bedacht werden, was für Auswirkungen veränderte Bodenbedingungen haben können, zum Beispiel wenn die Landebahn vereist oder nass ist. Das beeinflusst den Bremsvorgang des Flugzeugs. Bei der Air France-Landung kam dann noch der Wind am Flugzeugheck dazu. Das und die nasse Fahrbahn erhöhten die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls um 50%. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation empfiehlt, dass Landebahnen für internationale Flüge eine Sicherheitszone von 300 Metern haben sollten. In Kanada sind die Vorschriften lockerer. 60 Meter sind vorgeschrieben, 90 Meter werden empfohlen. Die Landebahn 24 links erfüllt gerade einmal die Mindestanforderungen.
1978 gab es schon einen ähnlichen Unfall in Toronto, auf einer sehr nahegelegenen Start- und Landebahn. Eine DC-9 von Air Canada brach damals den Start ab und raste die gleiche Schlucht hinab wie die Air France-Maschine. Das Flugzeug brach auseinander und wir fielen in eine 15 Meter tiefe Schlucht am Ende der Fahrbahn. Dann gab es einen gewaltigen Lärm durch den Aufprall und Sitze und Passagiere wurden durcheinander geschleudert. Bei dem Unfall 1978 starben zwei Menschen. Der zuständige Untersuchungsrichter empfahl, die Schlucht aufzufüllen. Es wurde nie getan. Die Schlucht geht etwa 15 Meter in die Tiefe. Eine riesige, komplexe, leicht zerbrechliche Maschine wie dieses Flugzeug wird bei einem Sturz aus dieser Höhe höchstwahrscheinlich schwer beschädigt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, um Flugzeuge, die über die Landebahn hinausrollen, stärker abzubremsen. In Toronto und an vielen anderen internationalen Flughäfen wird sie aber nicht genutzt. Sie nennt sich EMAS, Engineered Material Arresting Systems. Dabei werden künstliche Steine oder Kies in ein tiefes Loch geschüttet. Jeder, der schon einmal mit dem Fahrrad in ein Kiesloch gefahren ist, weiß, dass das Fahrrad sehr schnell stehen bleibt und es ist schwer, wieder in Gang zu kommen. So funktioniert das bei Flugzeugen auch. In den USA nutzen viele Flughäfen diese Methode, weltweit aber noch nicht. Es ist effektiver als mechanische Bremsen und auf jeden Fall viel effektiver als die Schubumkehr und Störklappen. Aber jedes einzelne dieser Systeme bringt bei korrektem Einsatz ein großes Flugzeug zum Stehen, auch wenn der Bodenbelag nass und die Landebahn viel zu kurz ist. Wir müssen das Flugzeug schnell evakuieren. Eine wichtige Flugsicherheitsrichtlinie hat jedoch Leben gerettet. Trotz des Rauches und des sich ausbreitenden Feuers gelang es der Crew, die verunglückte Maschine innerhalb von 90 Sekunden vollständig zu evakuieren. Es grenzt an ein Wunder, dass all die Leute in Sicherheit gebracht werden konnten, bevor das Flugzeug in die Luft ging. Alle Insassen konnten gerettet werden. Es muss positiv angemerkt werden, dass in diesem Falle alle Insassen relativ unbeschadet aus der Maschine kamen. Es gab einige Verletzte, aber alle kamen raus. Man kann sagen, dass es eine vorbildliche, erfolgreiche Evakuierung war. Captain Alain Rosset wird vermutlich nie wieder ein Flugzeug steuern. Er hat schwere Körperverletzungen erlitten und muss sich langwierigen Behandlungen unterziehen. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte er nur noch 3 Jahre Dienst bis zur Rente. Jeden Morgen durchlebt Captain Rosset den Unfall aufs Neue. Er sieht die Flammen, er hört den Lärm, er erlebt das Unglück. Es macht ihm zu schaffen, dass seine Karriere auf diese Weise zu Ende ging. Nach dem Unfall wird Co-Pilot Frédéric Nau für 3 Monate vom Dienst suspendiert. Zu Beginn des darauffolgenden Jahres kann er seinen Dienst bei Air France wieder aufnehmen. Berichten zufolge war er der Letzte, der das Flugzeug verließ, nachdem er Captain Rosset aus dem Cockpit befreit hatte. Die Passagiere verarbeiten das Erlebte auf verschiedene Weise. Ich hatte fast jede Nacht Albträume. Tagsüber suchten mich die Erinnerungen heim. Ich konnte nicht schlafen, nicht essen und ich fragte mich, warum ich noch am Leben war. Es ist ein schrecklicher Zustand. Es hat mich aber auch stärker gemacht. Man muss die Sicherheitsanweisungen und Informationen für die Evakuierung kennen. Denn jederzeit kann etwas passieren. Der Flug verläuft reibungslos. Es gibt keine Anzeichen für Probleme. Aber es kann immer etwas schiefgehen. Gott sei Dank sitze ich jetzt hier und kann darüber reden. Öffnet die Tür! Öffnet die Tür! So ein Unglück hat viel Negatives, aber auch viel Positives. Das Schreckliche ist, dass man weiß, man wird sterben. Das ist fürchterlich. Ich habe Albträume davon und bin traumatisiert und meine Kinder sind auch traumatisiert. Aber es gibt auch viel Positives. Man ist sich bewusst, dass man lebt. Man hat eine zweite Chance bekommen. Man fängt noch einmal ein neues Leben an.
Wir alle, meine Frau und meine Kinder, empfinden das Gleiche. Nach dem Unfall fühlen wir, dass wir etwas zurückzugeben haben. Wir wollen anderen helfen. Wir müssen unser Herz öffnen und unser Mitgefühl an die weitergeben, die es brauchen. Das ist fast wie Therapie. Je mehr man für andere tut, desto besser fühlt man sich. Für mich bedeutet das, dass ich mein Herz anderen öffne und mir dadurch auch selbst helfe.